Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr am Start seid zu diesem super Ramontisch Plus Abend mit dem Patch 9.14, wie ihr sehen könnt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen richtig, richtig geilen Tag. Und um eure Frage zu beantworten, ja, ich lebe noch und deswegen geht's jetzt hier auch los. Dieser Patch ist super interessant, da sind richtig coole Sachen mit drin, muss ich sagen. Zugleich ist dieser Patch aber auch wahrscheinlich der Patch, der... ja, der größte, wo ever ist. Also ich glaube, ich habe noch nie so einen großen Patch hier gehabt. Ich habe keine Ahnung, alleine 10 bis 20 Minuten gebraucht, um den ganzen Bums durchzulesen. Wird also insane lange werden, das Video. Das kann ich jetzt schon sagen, da werden wir nicht drum rumkommen, selbst wenn ich durchrushen würde. Ja, das heißt, nehmt euch die Zeit, da sind wirklich coole Sachen dabei. Angefangen mit TFT. Hier steht jetzt auch, dass jede Woche TFT-Patch-Notes rauskommen sollen. Was als nächstes passiert, ist auf jeden Fall, dass die RNG-Lastigkeit bei den Items rausgenommen wird. Ne? Das ist ja ein sehr, sehr großes Problem. Das heißt, Monster droppen immer mindestens ein Item. Und ja, da müssen wir mal gucken. Range steht jetzt hier noch nicht dabei, ob es direkt kommen wird, aber gehe ich sehr, sehr stark davon aus. Ich muss persönlich sagen, ich bin nicht mehr so krass im TFT-Hype wie am Anfang. Am Anfang konnte ich wirklich den ganzen Tag TFT spielen. Mittlerweile so 1, 2, maximal 3 Runden, dann ist aber auch gut gewesen. Könnt mir ja gerne sagen, wie das bei euch mit TFT aussieht, ob ihr noch komplett im Hype drin seid oder auch eben nicht mehr. Anti-Shielding-Champions. Ja, habt ihr wahrscheinlich bei Maxim schon ein bisschen mitbekommen. Es gibt jetzt die Mechanik bei Blitzcrank und Rennington, dass sie Schilde durchbrechen bzw. entfernen. Ja, das heißt, ich meine, bei Blitzcrank passt es auch ganz gut. Er drückt seine Ultimate und er entfernt einfach alle Schilde mit seinem Ultimate. Ja, die Schilde sind einfach, zack, die sind einfach weg. Und das passiert, bevor der Damage gemacht wird. Ja, das heißt, Schild weg und dann Damage. Ja, das ist richtig, richtig cool. Bei Blitzcrank auf jeden Fall eine ziemlich coole Mechanik. Wird ihn sehr, sehr gut buffen in dem einen oder anderen Szenario. Welche Support haben wir auf der Botlane? Wir haben Lulu, gerade auch Jenna. Dürfte das schon wehtun. Ja, falls ihr noch andere Ideen habt, könnt ihr es gerne sagen. Und bei Rennington ist das ebenfalls auf der W. Allerdings braucht er dafür 50 Fury, ja. Das heißt, wenn er die empowered hat, kann er auch Schilde zerbrechen. Auf der Toplane gerade so Champions wie Tahm Kench oder ähnliche. Dann gibt es Anti-Healing-Champions, ja, die gibt es ja schon und die sollen jetzt etwas gebufft werden, ja. Das heißt, Riot sagt, ja, Anti-Healing, so auf Morellus und Executioner's Calling ist ganz cool mit 40%, aber wir wollen welche, die haben 60%, ja, die sollen die absolute Lösung sein gegen Heal-Champions. Und das ist bei Katarina auf ihrer Ultimate sind es jetzt 60%, das ist natürlich AOE. Und auf Klett, der bekommt das komplett neu dazu, auf seiner Q. Wenn er einen Gegner ranzieht, reduziert er es um 60%. Muss ehrlich sagen, auf Katarina ist das irgendwie meiner Meinung nach Kacke. Denn bei Katarina habt ihr schon mal jemals den Gedanken gehabt, okay, hey, ich werde mit Katarina jetzt ulten, damit die Healing reduced wird. Nee. Also klar, manchmal ist es cool, ne, wenn du jetzt gerade den Vladimir killen willst und er auch kein Pool mehr hat, dann machst du halt die Ultimate, um ihn umzuböllern. Und wenn der das Healing reduziert wird, ist es cool. Aber es ist jetzt nicht so, dass man genau die Ult einfach für diesen Moment anmacht. Bei Klett kann man sagen, okay, ich spare mir die Q auf, weil das ist ja ein kleiner Spell, ne? Den spare ich mir auf für den Heal, der gleich kommt und dann benutze ich das. Bei Katarina, entweder du gehst mit der Ult rein, weil du ulten willst oder eben nicht, ne? Das ist, ich finde auf Katarina passt das jetzt nicht so gut, um das hier zu buffen, aber nun gut. Fizz, meine Freunde, Fizz hat eine Passive, die wahrscheinlich die meisten gar nicht kennen und zwar reduziert er Damage, wenn er angegriffen wird. Das heißt, er wird auf Stufe 16 angegriffen und der Auto-Attack macht 14 weniger Damage. Ja, auch nur für Auto-Attacks. Das Ganze wird jetzt so geändert, und zwar, dass es alles reduziert, ja? Jegliche Quellen. Allerdings wird natürlich der Wert reduziert, scaled aber jetzt mit AP. Das Ganze, hier steht maximal 50% Reduction, ja, Prozent ist nämlich das Ding, das sind nämlich nicht 4 einfach so, sondern 4%, ja. Das ist im Early Game eine Nerf, das heißt, da wird er, gerade was viele Auto-Attacks angeht, wenn da jemand Auto-Attacks auf dich spammt, wird er mehr Damage bekommen, aber du wirst natürlich jetzt alles reduzieren, ja, das heißt, gerade gegen Champions wie Dots mit Malza E, ne, da wird jedes Mal 4%, 4%, 4%, 4%, wenn er da sein Ding drauf macht oder einfach alles wälzt, ja, das ist schon ziemlich cool. Das Ganze skaliert, wie erwähnt, mit AP. 0,01 ist jetzt nicht das meiste. Das heißt, wenn ihr 350 AP habt, das ist so ein realistischer Wert auf Fizz, meistens geht ja auch nicht darüber hinaus, dann sind das 3,5. Ja, das heißt, ihr habt so 7-8%, wenn euer Game halbwegs okay ist. Ganz selten hat man auch mal ein bisschen mehr, aber das ist wirklich selten. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein cooler Buff für Fizz. Ich weiß nicht, ob er den unbedingt braucht. Aber klingt interessant. Bei Leona hingegen, finde ich, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Bei Leona, sie kriegt nämlich dasselbe, und zwar auf ihrer W. Das heißt, das Ding hat jetzt schlechtere Resistenz und statt 65 hat es jetzt 40. Aber ihr habt ebenfalls diese Damage Reduction von einem Maximum mit 50%.
Ja, hier steht jetzt maximal 50% Reduction, hier steht aber kein Scaling dabei, das ist ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall hat das Konsequenzen. Denn man sagt, okay, wenn du was kriegst, dann nehmen wir dir auch was. Und zwar nehmen sie ihr das Solar Flare, beziehungsweise den Solar Flare Buff, den sie hatte. Das heißt, wenn sie jemanden ulte, dann konnte sie mit ihren Auto-Tags diesen Buff auf den Gegner drauf machen, beziehungsweise ihre Passive, dass euer Teammate mehr Damage macht. Das war, glaube ich, 4-5 Mal. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich viel Damage. Und ich frage mich wirklich, ist das so worth? Denn wenn eine Leona ihre W macht, dann greift man sie unter normalen Umständen nicht an. Ja, ob der hier 100 steht, ob hier 40 steht, ob hier 1000 steht. Wenn Leona W anhat, dann greife ich sie nicht an. Außer, ne, es ist gerade niemand anderes da. Aber normalerweise wartest du die Zeit und dann ballerst du den kompletten Damage rein, wenn das Shield ausläuft. Das heißt, frage ich mich, ist das wirklich worth, dass sie das kriegt und das hier verliert? Denn das hier war zusätzlicher schöner Schaden, den sie jetzt verliert. Sie hat nicht mehr so viel Damage zur Verfügung, zumindest mit ihrem Teammate zusammen. Ist jetzt aber tankiger. Weiß ich nicht, ob das so worth ist. Das hier ist auf jeden Fall worth. Karma. Karma, LeBlanc und Morgana, jedes Mal, wenn sie routen, hier mit der R, hier mit der E und hier mit der W, dann wird das Ziel aufgedeckt. Ja, auch unsichtbare Ziele bleiben quasi aufgedeckt. Ihr macht auf Talon den Bein drauf, er macht seine Ultimate an und sobald das Bein durch ist, ist er aufgedeckt für alle. Anti-Mobility-Champions. Ja, das heißt, Spells wie das Ari-E soll besser gegen Mobility-Spells funktionieren. Und deswegen ist es jetzt so, dass ihr wieder In-Progress-Dashes damit abbrechen könnt. Das bedeutet, im Prinzip hatte sie das schon mal, das wurde mal irgendwann entfernt, weil es zu stark war und jetzt kriegst du es wieder. Wenn LeBlanc auf euch zudasht mit ihrem W-Spell, dann macht ihr das Charm und wenn ihr es rechtzeitig macht, dann wird LeBlanc keinen Schaden an euch verursachen. Ist ziemlich, ziemlich mächtig und war einer der Gründe, warum Ahri ein Counter zu LeBlanc war. Da wurde das weggenommen. Ganze Matchup wird natürlich deutlich, deutlich schwieriger und jetzt ist das wieder sehr, sehr cool. Allerdings wird ihre Bonus-Damage-Duration von 5 auf 3 reduziert. Wenn ihr den kompletten Damage in den Gegner reinböllert, dann sollte das immer noch fein sein, weil ihr ja alles rausbössen könnt, ne? Aber manchmal hat man sich so ein bisschen Zeit gelassen. Für diesen Case ist es ein bisschen weniger Schaden. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Buff. Denn egal, was auf euch zugedasht kommt, ist es ein Zac, ist es eine Sejuani, eine Camille, ihr könnt das alles jetzt mit Charms abbrechen. Und das ist gerade, was die Gangbarkeit von Ahri angeht, richtig, richtig gut. Cassiopeia. Cassiopeia soll, ja, sie wird ein bisschen veränderbufft, sag ich mal. Und zwar kriegt sie mehr HP, allerdings weniger Mana, aber mehr Mana Growth und ihre Armor. Heilige Scheiße. Ich dachte, Schlangen hätten eine fucking so zähe Haut, so schuppig und so. 20 Rüstung, das ist turbo wenig, ja. Turbo wenig, also Giga-Turbo wenig, holy shit. Also gegen Cassiopeia auf jeden Fall sowas wie Talon oder so spielen könnte, oder Zed, ne, könnte auf jeden Fall ordentlich reinböllern. Ihre W kann man jetzt auf Minimum-Cast-Range machen, das heißt, sie kann das direkt vor sich machen, ja. Vorher konntest du das nur so ein Stückchen spucken, weil du spuckst ja nicht auf dem eigenen Fuß, sondern du spuckst ein bisschen nach vorne, damit du dir nicht auf den Fuß spuckst. Jetzt kann sie sich quasi auf die Füße spucken, da aber Cassiopeia keine Füße hat, ist das quasi 1000 IQ und kann vor sich spucken. Ja, das ist quasi worth. Eigentlich geht das Ganze nicht mehr ganz so weit und hat jetzt mehr Cooldown im Gegenzug. Twinfang. Twinfang wird aktuell immer noch nicht so oft gemaxt. Oft maxen die Leute die Q. Und Riot will, dass die Leute diesen Spell maxen. Ja, das ist die Idee dabei. Und deswegen wird der Heal auf diesem Spell etwas verändert. Ja, ihr könnt ja, wenn ein Ziel vergiftet ist, das E drauf macht, dann heilt ihr euch. Das waren vorher 5 bis 22 mit einem kleinen Scaling. Ja, also, ne? Jetzt ist das Ganze 25% von eurer Ability Power. Das heißt, wenn ihr 1000 AP habt, nehmen wir einfach mal diesen Wert, der nicht total unrealistisch ist, dann heilt ihr euch für 250 pro E auf einem vergifteten Ziel. Nicht total unrealistisch, weil Cassio kann ja 6 Items haben. Also Cassio ist schon ein Champion mit sehr, sehr viel AP. Sind wir ein bisschen großzügiger, sagen wir mal, ihr heilt euch so, wenn ihr gut im Game seid, mit 100 bis 150 pro E. Ist schon ordentlich. Mana wurde auch, ne, auf die Mitte gepackt. Allerdings gibt es einen kleinen Nerf. Und zwar, was heißt Nerf? Das Ding heilt nur so viel, wenn ihr das an Champions macht, an Minions und Monstern, ist es um 75% reduziert. Aber da ihr da wahrscheinlich euer Mana meistens eh wieder kriegt, ist es immer noch fein und gut. Poppy. Poppy ist jetzt so, also Riot hat gemerkt, hey, wir haben zu viele Dashes und diesen ganzen Kram. Zu viel Unsichtbarkeit, zu viel Dashes, zu viel dies, zu viel das. Und deswegen sagt Riot jetzt, okay, wir müssen das jetzt eindämmen. Ne? Wir müssen jetzt weniger machen, das ist zu viel.
wenn Poppy ihre W macht und ein Gegner damit gefangen wird, ja, das heißt, der da reinspringt oder so, da die Poppy W verhindert das ja, dann wird die Person gegroundet, was auch immer das bedeuten soll. Ich denke mal, also es heißt entweder, dass es abgebrochen wird oder dass sie sogar geroutet wird, kurz. Aber auf jeden Fall wird sie geslowt für 25%, ja. Ich denke mal, da es neu ist, werden sie geroutet, weil vorher wurden sie auch schon gegroundet. Ihr Movement Speed, wenn sie es selber aktiviert, ist allerdings nicht mehr ganz so lange. Dafür bekommt sie aber etwas mehr. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ist ein cooler Buff für Poppy. Gibt ihr nochmal deutlich, deutlich mehr Power. Das heißt, wenn du in dem Schild gefangen wirst, weil du irgendeinen scheiß Dash hast, dann wirst du da halt richtig krass geslowt, gegroundet und kannst... Ach, grounden ist, dass man nicht mehr dashen kann. Ach ja, stimmt. Das war's. Jetzt hab ich's. Ne? Das heißt, du kannst nicht mehr dashen danach auch, aber kann man ja eh nicht, weil das Ding ja an ist, ne? Außer wenn es halt gerade ausläuft. Na gut. Ist auf jeden Fall cool, weil du danach, wenn du geslowt bist, halt dann auch eine gute Chance hast, gegen die Wand geknallt zu werden. Waren. Je weiter geht's mit Aatrox. Aatrox ist komplett kernräudig. Health Regen grows, also er kriegt mehr HP dazu pro Level, beziehungsweise mehr HP-Regeneration. Und sein Ultimate wird jetzt so geändert, dass ihr kein Revive mehr bekommt. Das heißt, selbst wenn ihr einen Gegner tötet, Aatrox wird sich nicht mehr wiederbeleben. Dafür ist sein Healing allerdings etwas angehoben worden und sein Cooldown von der Ultimate reduziert worden. Ich finde das sehr, sehr cool. Denn ich habe aktuell das Gefühl, dass die Ultimate giga-strong ist und du gehst halt komplett Rampage rein und jetzt musst du ein bisschen klüger sein, klüger spielen, kannst nicht mehr einfach so Braindead rein, aber hast immer noch sehr, sehr viel Power. Ich glaube, das ist eine sehr coole Änderung. Und jetzt kommen wir zu was super cool, glaube ich. Akali, ich bin ja Shinobi, Shinobi-Tobi aus Ninjagakure. Akali wird meiner Meinung nach gebufft. Denn was passiert? Grundsätzlich hat sie aktuell eine turbo-schlechte Winrate, turbo-schlecht. Magier Sense wird auf 37 angehoben. Ich sehe mich schon auf dem Doran Shield, Alter. Ihr seid ein Turbo-Tank und ihr bekommt auch mehr HP dazu. Ihr seid so 37, ne? Cassio hat 20... Klar, Armor und Magier Sense ist immer ein bisschen höher, aber Cassio hat 20 Armor und sie hat fast 40 MR, ne? Die meisten haben so 30 MR, sowas in der Richtung. Nahkämpfer haben noch... Ne, das waren ja vorher auch fast 30. 37 Heilige! Double MR rein oder so, das... Ihr seid Full-Tank. Ihre Q hat besseres AP-Scaling von 0,6, ist relativ cool, weil man den Spell oft auch 2-3 Mal benutzen kann in so einem Fight. Twilight Shroud. Das Ding macht, gibt jetzt keine Obscurity mehr, das war, glaube ich, Verstohlenheit oder sowas, sondern Invisibility. Das heißt, ihr könnt jetzt aufgedeckt werden. Wenn Twisted Fate hier R drückt, dann kann euch jeder sehen, wenn diese ganzen Sachen, die wir vorhin gesagt haben, die Morgana Ultimate oder auch die LeBlanc-Kette, die Karma-Kette, dann werdet ihr fürs Team aufgedeckt. Das heißt, das Ding ist nicht mehr ganz so stark vom Effekt her. Cooldown wurde, sagen wir mal, gechanged. Das heißt, im Early Game klarer Buff, denn ihr habt 20 Sekunden. Ihr packt ja die Punkte erst relativ spät herein. Und im Late Game allerdings dann ein Nerf. Aber im Late Game braucht man sie meist eh nur einmal, oder? Glaube schon. Ich glaube, so oft benutzt man sie im Late Game nicht in so einem Fight. Weil entweder ihr böllert oder ihr sterbt, eins von beiden. Und der Energy Restore wurde auf 80 direkt angehoben. Ja, allerdings wird die Twilight Shroud nicht mehr verlängert, wenn ihr da rausgeht. Ja, dadurch konntet ihr die ja um 2-3 Sekunden erhöhen. Das heißt, sie ist jetzt insgesamt relativ kurz, muss man tatsächlich sagen. Aber dazu kommen wir später. Die E. Weiter mit der E. Shuriken Flip. Das Ding macht jetzt weniger Damage auf Stufe 1. Ja, ihr seht, 30 weniger und hier 50 weniger. Hat jetzt aber ein Total Attack Damage anstatt Bonus Attack Damage Scaling. Das ist super cool. Denn, ja, ihr baut zwar euer Gunblade, aber jetzt profitiert ihr generell davon, selbst wenn ihr auf AP geht, wo wir gleich zu kommen. Außerdem hat das Ding jetzt ein 0,5er AP-Scan. Das Ding hat vorher gar keinen AP-Scan gehabt. Jetzt hat es 0,5. Pam, einfach da, pam, pam, pam. Ist jetzt einfach da. Holy shit, super cool. Dash Damage, ja, das heißt, das Ding kann man ja reaktivieren. Auch 10 weniger Damage. Nur 10. Hat jetzt ebenfalls Total Attack Damage und pam, da ist es schon wieder. Pam, pam, pam. Jetzt haben wir einen 1er AP-Scaling, wenn ihr beide Spells trifft. Holy shit. Ist einfach neu. New. Neu. Nied Nude. Das ist super cool. 100% AP-Scaling ist giga cool. Ist turbo cool, kann man sagen. Perfect Execution hat dafür allerdings etwas mehr Cooldown. Ja, kommen wir drauf zurück, was passiert. Ich glaube, man maxt jetzt nicht mehr die W als zweites, was macht ja gar keinen Sinn. Du hast die W als zweites gemaxt, damit es weniger Cooldown hat und damit du mehr Energie bekommst. Beides ist jetzt safe, also das heißt, du wirst die W als letztes maxen. Kannst also schön Punkte in die E machen. Du hast super Turbo-Damage jetzt. Ja, Turbo ist mein neues Lieblingswort, ich weiß. Ich hoffe, das nervt euch nicht zu turbolastig. Ja, das heißt, ihr maxt die E als zweites, ihr habt super viel Schaden. Wo man jetzt überlegen muss, ist, ihre Passive wurde ja genervt im letzten Patch oder vorletzten. Irgendwann wurde sie mal genervt, das heißt, da hat sie weniger Damage. Sie hat jetzt super krasse AP-Skings. Hier haben wir AP und hier haben wir nochmal AP.
Die Frage ist jetzt, Akali hat meist nicht so viel AP. Meistens so, auch wie Fizz, so 350, ne? Ist jetzt die Frage, ob sich... Also, wenn ihr ins Late Game kommt, ab und zu kriege ich so meinen Rabadon zusammen. Ich mache Gunblade, Stundenglas, Rabadons. Wenn ihr ab diesem Rabadons löscht ihr alles One-Shot weg. Und da sehe ich mich. Ich bin der One-Shot-Löscher. Der Turbo-One-Shot-Löscher. Oder der... One-Shot-Turbo-Löscher. Das klingt noch besser. One-Shot-Turbo... Da sehe ich mich auf jeden... Also, ich werde wieder Akali spielen, glaube ich. Da habe ich richtig Bock drauf. Da sehe ich mich komplett und... Sie hat zwar mehr Damage, aber sie ist jetzt verletzlicher, muss man einfach sagen. Sie hat nicht mehr diese, du kannst ewig in der Bubble rumstayen, die ist das. Ne? So muss man mal gucken. Ja. Alistar, ne, ist eine Kuh, hat ein bisschen mehr Mana jetzt. Dann haben wir Aurelion Soul. Holy shit, Leute. Aurelion Soul, man sagt so, hey, wenn Aurelion Soul eine riesige Q macht, dann ist das schon fast Trollen. Ne? Und deswegen sagt, belohnt man das jetzt. Und zwar wird der Stun auf 3 Sekunden angehoben. 3 Sekunden. Vorher waren es 2,25. Also das heißt, wenn das Ding länger als 5 Sekunden travelt, 3 Sekunden. Und es wird um 33% schneller größer. Holy fucking shit. Das heißt, wenn ihr im Late Game 3-4 Leute oder 2-4 Leute, sagen wir einfach mal, 5 wäre noch besser, wir wollen ja realistisch bleiben, mit diesem Ding trifft, das ist einfach ein Ash-Ult AOE. AOE Ash Ult ohne Cooldown, das ist turbokrank. Holy shit, super heftig. Also, finde ich aber cool, weil es belohnt ist, aber wenn ihr das Ding abbekommt, ihr könnt, das ist Morgana-Bind, 3 Sekunden ist Morgana-Bind. Ihr wisst, wie ein Morgana-Bind sich anfühlt, ihr wisst es. Ihr wisst es. Das ist komplett krank. Außerdem, sein E, Comet of Legend, was heißt das, Kometen der Legenden? Ja, weiß ich nicht. Scaled jetzt mit dem Level. Das bedeutet, ihr packt keine Punkte rein, nur ein, und das wird die ganze Zeit besser. Heftiger Buff, ich weiß nicht warum. Aurelion Soul hat sowieso schon immer eine relativ gute Winrate. Heftiger Buff, weil den Spell habt ihr als letztes gemaxt. Ihr maxt jetzt die W, dann die Q. Na, gerade mit diesem Buff zusammen ist die Q noch besser. Und dann scaled die E einfach die ganze Zeit, wird die besser. Das ist super krass für Aurelion Soul, Mans. Ich freue mich für jeden Aurelion Soul Man unter euch. Könnt ihr euch ja gerne mal melden, falls ihr einer seid. Bart, ja. Bart. Hat, ich glaube, Bart und Journey sind einfach Barney. Dieser Champ heißt für mich ab jetzt Barney. Wenn ich von Barney rede, dann ist es dieser Champion. So, Barney hat etwas mehr AP. Allerdings kriegt er weniger AP, das AP-Regeneration. Das heißt, er regeneriert nicht so gut. Das ist der Grund von AP-Regeneration. Und er travelt jetzt selber ein bisschen schneller und seine Teammates, ja, so im Durchschnitt, ne? Also hier so. Die traveln jetzt immer so. Das heißt, ja, Barney ist toll. Diana. Diana habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie auf einmal super krass broken war anscheinend. Sie hat irgendwie eine 54% Winrate, 54,7 waren es sogar. Irgendwas scheint bei ihr buggy gewesen sein. Die Passive hat irgendwie ab und zu Damage gemacht. Ihre Q fliegt jetzt langsam mal im inneren Kreis, im äußeren Kreis auch. Und ihre W kostet mehr Mana. Ja, das ist das Ding. Galio. Galio ist, ja, Galio wurde sehr, sehr viel im Pro-Play gespielt, in Solo-Queue relativ scheiße. Er bekommt jetzt mehr Mana dazu, das ist ziemlich viel tatsächlich. Seine Q, beziehungsweise seine Passive kann jetzt nicht mehr reduziert werden, den Cooldown konnte man verringern. Dafür wurde der Cooldown allgemein reduziert und der Damage wird jetzt angehoben. Das heißt, vorher hatten wir 12 bis 80, jetzt sind es 15 bis 160 und besseres Bonus-Magic-Resist-Scaling. Also mehr Damage im Endeffekt. Winds of War hat jetzt mehr Cooldown, macht dafür 10 mehr Schaden, bin mir nicht sicher, ob das so worth ist. Und jetzt geht's los, Leute. Shield of Durant. Das Ding, Galio cannot flash while channeling Shield of Durant. Was soll ich dazu sagen? Er kann nicht mehr flashen da drin, dann könnt ihr Galio auch... Das war der einzige Grund, warum man Galio spielt. W aufladen, flashen. Das war damals schon der einzige Grund, warum man Galio gespielt hat. Flash Ult. Ne, dann könnt ihr Galio auch direkt rausnehmen. Ich verstehe den Punkt hier so ein bisschen hinter, hey, ne, Safe Slow wird jetzt quasi reduziert, ihr kommt also besser dem Gegner, wenn ihr das channelt hinterher, und aber ihr könnt das ganze Ding jetzt unterbrechen. Ja, ihr macht einen Charm drauf, was auch immer ihr drauf macht, und das ganze Ding wird wie bei Rammus abgebrochen. Also eigentlich wollten sie hier eben für Solo Queue buffen. Ich glaube, das hier ist Müll. Ne, ich habe mir heute noch eine Atommüll-Doku angeschaut. Den würde ich mit in die Atommüllfässer mit reinpacken, tatsächlich. Sieht mir aus wie Turbo-Atommüll. Jhin wird gebufft, rootet länger, weniger Cooldown, ist cool. Lux. Ich habe von vielen Lux-Mains schon gehört, Lux wird genervt, was tun sie Lux nur an? Ich denke so, geil, Alter, ich werde Lux-Main. Grundsätzlich klar, sie wollen Lux von der Support-Position wegbringen, denn da ist sie super krank.
Cooldown wird erstmal von der Q etwas erhöht. Gerade im Early Game finde ich super gut, weil 10 Sekunden, das ist viel zu gering. Du kannst keinen Champion outplayen, wenn er... Sie macht ihre Q und dann hast du ein 10 Sekunden Zeitfenster. Wenn du aus Versehen gerade auch deinen Spell benutzt hast, kannst halt nichts machen. Wenn Zed seine W benutzt, hast du halt ein halbes Jahr, irgendwie 24 Sekunden. Hier hast du 10. Naja, deswegen finde ich das ganz cool. Das heißt, Early Game etwas nerf, später sogar eine Sekunde weniger. Ihr Schild ist jetzt deutlich schwächer, muss man sagen, denn es hat nur noch einen 220er Maximalwert. Vorher waren es 330, aber ich habe mich selber mal gefragt, was ist denn so broken an das Schild und an dem Schild, an das Schild? Boah, keine Ahnung, was ist das denn? Das oder dem Schild oder den oder dann? Auf jeden Fall habe ich letztens so ein Schild abbekommen und das Ding hat einfach, das war einfach so groß. Also der Balken. Mein Lebensbalken war so und das Schild war einfach so. Puh, sofort alles grau, komplett heftig. Final Spark! Und das ist der Grund, warum ich denke, dass das sogar ein Buff ist. Das Ding wird nicht mehr reduziert, wenn sie jemanden umböllert. Ja, das heißt, vorher konnte sie ja CDR davon bekommen. Aber dafür wird der Cooldown generell reduziert auf 40 Sekunden sogar. Dadurch kann sie noch öfter sogar ulten, ohne jemanden zu töten. Ja, einfach zum Poken. Wird dafür quasi noch belohnt. Und AP-Scaling von 0,75 auf 1. Wenn ihr jemals irgendwo ein AP-Scaling seht und da eine 1 steht, 1.0, dann heißt das, das ist turbo-heftig. Das ist super heftig. Das sind 25 Prozentpunkte mehr Damage. Das ist komplett krank. Auf dem Cooldown von 40 Sekunden, da sage ich einfach, ich werde Lux-Main, klar? Auf Support-Position hast du nicht ganz so viel AP, aber selbst für eine Support-Lux, sind wir mal ehrlich, die bauen doch auch alle AP oder so ein bisschen. Und hier ist ja auch nicht, dass der Base-Damage reduziert wird. Das heißt, das hier ist auch ein Buff für eine Support-Lux. Nur das Schild ist ein bisschen schlechter. So schlecht ist Support-Lux jetzt nicht, aber hört trotzdem auf, das zu spielen. Malphite. Malphite kennt niemand, ist ein neuer Champion, kommt jetzt mit rein. Und zwar ist es so, er wird größer, je mehr Armor er hat. Ist cool, bei 850 ist das gecapped. Sein Schild Regeneration hat jetzt quasi so eine Animation. Seine Shard, die er werfen kann mit der Q, slowt jetzt mehr. Und er klaut ja das Speed, das heißt, er speedet sich auch schneller auf. Und das Ding wird ein bisschen vor ihm gestartet. Das heißt, er wirft das... Ja, es ist schneller beim Gegner. Kann man, boah, alter Leute, ist es spät, es tut mir leid. Kann man sagen, es ist schneller beim Gegner. Es ist wie eine Bowlingkugel. Die startet nicht rechts neben eurem Fuß, sondern vorne vor eurem Fuß. Und das ist ziemlich cool und das ist wahrscheinlich der Grund hierzu, ist wahrscheinlich, weil er halt größer wird, ne? Wenn er halt irgendwie so riesen, so ein kompletter Turm wäre und das Ding einfach in der Mitte von ihm starten würde, dann bräuchte es erstmal ein Jahr, bis es quasi zu seinem C vorgerollt ist. Ja, dafür ist die Slow Duration allerdings etwas reduziert worden und seine W ist jetzt neu, new. Ne? New ist immer neu, grün. Und zwar ist es so, also neu kann man nicht sagen, weil es ist, man müsste sagen alt-neu oder recycelt-neu, das hatte er schon mal. Wenn er das Ding anmacht, dann machen seine Basic Attacks, haben jetzt 50 Increased Range und machen zusätzlich Schaden. Und der nächste, for next 5 Seconds, macht er auch noch AOE. Ja, das heißt, er kloppt AOE so ein bisschen Damage. Allerdings muss ich sagen, war doch vorher hier diese Armor drauf, oder nicht? Dass er so 35% Armor dazu bekommt, das sehe ich jetzt gar nicht mehr. Ist die Frage, ob das immer noch drauf ist? Ich denke, das muss drauf sein, sonst ist das halt ein heftiger Nerf. Aber weil hier jetzt schon zwei Sachen dabei sind... Kann es sein, dass es komplett entfernt worden ist, Leute? Das wäre ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Müssen wir mal abwarten. Mordekaiser wird genervt, das heißt weniger Magic Penetration, weniger Passive Damage. Niederleben macht jetzt ein bisschen mehr Damage mit ihrer E. Pike! Pike, seine E, stunt jetzt auch Non-Champions, macht aber keinen Schaden. Ist ja, also, ja, ich meine, dann werden ein paar Minions und Tibbers und so Geschichten werden gestunt. Das ist auf jeden Fall nett. Es ist nett, sagen wir, es ist nett. Es ist ganz okay. Außerdem, seine Ultimate macht jetzt 50% reduzierten Schaden, wenn der Gegner Death from Below überlebt. Das ist ein super krasser Nerf für Midlane Pike, weil ich habe die Ult oft einfach nur zum Engagen benutzt. Allerdings geht das jetzt halt nicht mehr, weil das einfach 50% reduzierten Schaden macht. Allerdings ist es jetzt so, wenn ihr mit Pike jemanden assistet mit Death from Below, das heißt, ihr macht die Ult auf jemanden, aber der stirbt nicht, bekommt ihr zweimal euren Anteil. Ja. Ihr bekommt einfach 600 Gold. Das klingt für mich ziemlich krank, ehrlich gesagt. Hierbei ist übrigens auch wichtig noch zu sagen, dass natürlich auch der Damage, wenn ihr jetzt eine Person ultet, die zwar davon stirbt, aber die drumherum, die kriegen dann Reduced Damage. Ja? Das heißt, ihr könnt nicht mehr AOE durch die Gegner durchschnetzeln. Das wurde auch genervt, um das nochmal zu sagen. Ja. Ansonsten, ja, man sieht jetzt außerdem auch, wenn seine Ultimate nochmal castbar ist, dann sollten sie aber auch so konsequent sein, also
das bei Darius auch einführen. Hey, die Ultimate ist nochmal benutzbar, sie ist resettet worden. So ungefähr. Ja, Ryze kriegt ein bisschen mehr Mana, Ryze kriegt ein bisschen mehr AP und ein bisschen mehr AP-Regeneration, das ist ganz nett. Singed hat jetzt einen Cooldown auf seiner Q, das heißt, er kann das alle 0,5 Sekunden an- oder ausmachen. Swain, ihr seht, wie viel Content das einfach ist, das ist gigaheftig. Swain hat jetzt, ja, machen wir die interessanten Sachen. Er hat ein bisschen weniger Range und zwar wird sein Seelensystem wird verändert. Er kann jetzt nicht mehr diese 5 Seelen sammeln, die unter ihm als Passive angezeigt wurden, sondern es ist so, er kann permanent Seelen sammeln, allerdings geben ihm 5 HP. Jede Seele, die er sammelt, gibt ihm 5 HP permanent. Einfach 5 HP. Ist ziemlich krass, muss man sagen. Und jedes Mal, wenn er eine Seele sammelt, bekommt er Mana wieder, 7%. Das klingt cool, ist nicht ganz so ultra cool. Also ist diskutabel cool. Denn sowas ähnliches war vorher auf seiner Q. Jedes Mal, wenn er einen Minion gekillt hat, hat er 3% Mana wiederbekommen. Und das ist jetzt halt eben weg. Und ein Monster oder irgendwas mit der Q zu töten, ist halt wahrscheinlicher, als dass du eine Seele bekommst. Ja, Seelen kriegst du hier und da mal eine, aber jetzt auch nicht so ultra viele. Ist vielleicht im Late Game ganz nett, muss man sagen. Außerdem gehen die Bolts von der Q jetzt durch Minions durchstoppen, aber ein Champions hat dafür deutlich weniger Range. Und ich fand, das Ding hatte schon super wenig Range. Das heißt, das Ding ist jetzt quasi Nahkampfblitz. Ist super wenig. Sieht viel aus, ist aber super wenig. Dafür ist der Angel between Bolts jetzt höher. Das heißt, da ist mehr Platz zwischen den Blitzen. Könnte also sein, dass die Blitze auch weitergehen. Das muss ja eigentlich so sein, ne? Cooldown wurde aber auch angehoben. Vorher waren es 2,5. Ihr habt also nicht mehr ganz viele Blitze zur Verfügung. Ultimate macht jetzt quasi weniger AP dazu. Aber das scaled mit euren Seelenfragmenten. Das heißt, wenn ihr richtig, richtig viele Fragmente habt, kriegt ihr auch richtig viel AP dazu. Ist auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Das heißt, ihr braucht 5 Fragmente, um auf den alten Wert zu kommen. Kostet jetzt eigentlich 100 Mana. Und, ja. Ihr draint alles in eurer Umgebung. Auch unsichtbar. Ist ganz nett. Ultimate, Auslösung. Ja, Ultimate Anfang, Ultimate Auslösung. Wenn ihr das Ding auslöst, macht es Schaden und dieser Schaden war vorher einfach Seelenfragmente abhängig. Jetzt ist der Schaden davon abhängig, wie viel ihr aufgesaugt habt. Das heißt, wenn ihr alles, ihr seid ein Schwamm. Ihr saugt euch erst voll und dann böllert ihr das alles raus. Wenn ihr also ein Schwamm seid und kein Wasser bekommt, dann kommt auch kein Wasser raus. Ja, also kein, wenn ihr anmacht und dann direkt auslöst, kein Damage oder wenig Damage. Das ganze Ding scaled auch, wie man es hier sehen kann. Maximum Damage sind 400. Ne? Ist auf jeden Fall ganz nett. Vorher war das aber so pro Seele. Das heißt, ne, das wären 75 mal 5 gewesen. Ist also sogar insgesamt ein Buff, muss man sagen. Ne? Aber ihr müsst diesen Damage halt erstmal aufsaugen. Das ist nicht seelenabhängig. Aber das hier habe ich schon, vielleicht kann sich der ein oder andere daran erinnern, das habe ich schon 10 Mal im Stream gesagt. Das ist einfach totaler Quatsch. Die Passive war einfach eine Quatsch-Passive. Das war, also mit diesen Seelenfragmenten. Und das ist gut, dass sie es jetzt so geändert haben. Denn das Gute ist jetzt, ihr könnt immer die Ultimate drücken. Ihr macht einfach beim Ultimate. Ne, ihr müsst nicht, ja scheiße, ich habe keine Seele. Sondern ihr macht einfach immer Ultimate. Das ist ein super cooler Buff. Silas. Silas macht jetzt mehr AOE-Damage an den Minions. Außerdem hat er etwas mehr Schaden auf seiner Q. Seine E ist jetzt nur noch Magic Damage Reduction, beziehungsweise Magic Shield. Allerdings kriegt er das sofort, wenn er beim ersten Cast macht. Ja, now shields himself on first cast. Vorher war es ja, wenn du Gegner triffst, jetzt machst du einfach E, kriegst sofort allerdings nur Magic Damage. Man kann also jetzt zum Beispiel vielleicht ein bisschen besser mit Teilung gegen ihn spielen. Cooldown wurde allerdings gebufft, muss man sagen. Stun wurde allerdings genervt, muss man sagen. Sein Ultimate ist jetzt auch genervt worden, hat weniger Range, hat weniger Duration, wie lange man die Ultimate dabei haben kann. Hat jetzt super viel Cooldown. Ja, anstatt 15 hat es 60 Sekunden. Finde ich auch absolut fair. Das heißt, ihr benutzt nicht einfach wie Ultimate, Ultimate, Ultimate. Müsst ein bisschen überlegen. Und hat ein schlechteres Scaling. Alter, 30 Minuten, Leute, es tut mir leid. Aber ihr seht, hier kommt ein Riesentext nach dem anderen. Tahm Kench. Tahm Kench ist super unfair gegen zu spielen, laut Riot. Finde ich auch. Kennt ihr alle, ne? Macht einfach überhaupt keinen Spaß. Geht nicht kaputt, macht super viel Damage und sieht hässlich aus. Dieser Dude macht jetzt quasi, er konnte abhängig von seinen Stacks euch mehr Damage machen. Das heißt, er hat pro Stack 1,5% Schaden gemacht. Das Ganze mal 3, tut schon ganz schön weh. Das macht jetzt immer 2,5% Stacks. Außerdem kann er keine Stacks mehr mit seinen Zaubern drauf machen. Er macht jetzt immer nur noch Stacks mit seinen Autotacks drauf. Tut ordentlich weh, muss man sagen. Seine Zunge hat jetzt mehr Cooldown. Slout schlechter, muss man sagen. Hat jetzt dafür aber etwas. Also der Slow ist nicht mehr ganz so stark, hat aber etwas mehr Duration und auch die Stun Duration wurde angehoben. Allerdings werden jetzt alle Stacks konsumiert. Das heißt, ihr könnt nicht mehr Q, W machen. Geht nicht. Ihr müsst entweder Q machen oder W machen.
Und nachdem ihr gequeued habt, müsst ihr erstmal dreimal wieder Auto-Attacken. Das heißt, Attack Speeds Items könnten vielleicht worth sein, damit ihr viele Stacks drauf kriegt. Ich glaube, das könnte Tahm-Kench Top Lane ziemlich hart töten, wenn wir ehrlich sind. Oder man wird immer für das Fressen gehen und einfach nur die Zunge zum Damage machen und nicht zum Stun benutzen. Pardon. Ja, bei der W, die macht jetzt 11% immer, ist quasi der Minimumwert oder der Zwischenwert, der Durchschnittswert. Und seine E heilt ihn jetzt ein bisschen besser, allerdings sind mir das alles hier zu viele Zahlen. Ich hasse Tahm-Kench. Ja, er konvertiert nicht mehr ganz so viel Damage um und heilt sich dafür aber etwas besser. Ne? 75% von seiner grauen HP heilt er sich. Urgot kann jetzt alle 0,5 Sekunden sein W recasten. Yumi wird nochmal etwas verändert. Das heißt, bei Yumi ist es jetzt so, dass das Pop and Block ist etwas schwächer und gibt keinen Mana wieder zurück. Das ist also ein Nerf. Ihre Q hat etwas weniger Schaden, dafür aber ein besseres Scaling ganz minimal. Kostet auch mehr Mana. Und ihr E wurde aber gebufft. Das heißt, E kostet deutlich weniger Mana und heilt jetzt 130% statt 100%. Ja, also deutlich besserer Heal, finde ich cool. Jace macht jetzt etwas weniger AD-Damage, bekommt aber mehr AD pro Level dazu und sein Schockblast macht jetzt 120% Attack-Damage-Scaling. Leute, ich bin durch. Ich hoffe, ihr merkt das. Pardon an dieser Stelle, aber es ist viel. Es ist viel zu viel und es ist super spät. Cannon macht jetzt quasi auch ein bisschen weniger Attack-Damage. Ja, die sagen sich so, hey, Top-Lane, Range-Champions sind sowieso immer ehrenlos. Muss ein bisschen weniger werden. Bei Jace hat man halt dann gesagt, er nervt nicht ganz so krass Geld, aber dafür kriegt er seine Power mit der Zeit quasi wieder, wenn er ein bisschen mehr Attack-Damage kauft und wenn er ein bisschen reinlevelt. Denn gerade im Early-Game ist es auch reduziert. Dann wurde noch seine E hier etwas gebufft sogar, das heißt, sie gibt jetzt etwas mehr Bonus-Attack-Speed, ist ganz nett. Bei Nico nochmal was Ähnliches. Was bei Nico sehr, sehr interessant ist, ist, dass sie jetzt nicht mehr aufgedeckt wird, wenn sie eine andere Form annimmt und jemanden angreift. Ja, dann bleibt sie immer noch, zum Beispiel als Pike, als was auch immer ihr euch verkleidet. Hat insgesamt aber auch weniger Attack-Damage, aber dafür etwas mehr Attack-Speed-Growth. Shapeshifter gibt etwas weniger Attack-Speed und ich glaube und hoffe, wir sind damit durch. Was noch passiert ist, Show Ally Chat. Das heißt, ihr könnt jetzt diese Funktion einschalten und dadurch wird jeder immer gemutet sein. Ihr könnt quasi 10 Spiele hintereinander spielen und ihr müsst nicht jedes Mal Mute All machen, weil ihr merkt, hey, der Dieter da ist schon wieder ganz schön toxic, sondern ihr macht es an und einfach sind alle Games immer komplett gemutet. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ist ziemlich cool, ne? Ist ziemlich cool, denn gerade wenn man schon die erste Nachricht bekommt und sagt, okay, jetzt muss ich muten, dann ist man schon so ein bisschen angetiltet. Dann hat das Salz, das Gift einen schon erreicht, ja? Auch wenn es noch nicht die höchste Dosis ist, das nervt dann schon, ne? Ja, das waren super, super viele coole Änderungen, muss ich sagen. Ihr könnt mir gerne sagen, was eure Lieblingsänderungen waren. Meine sind auf jeden Fall Lux und Akali. Super, super krass. Muss natürlich sagen, eher Akali, weil Akali, ich bin ja ein Shinobi, wisst ihr alle. Shinobi Get und Shinobi Turbo. Ansonsten Lux passt gar nicht so in mein Ding rein. Aber dieses 100% AP-Scaling auf der Ultimate, das ist schon echt knackig, muss ich sagen. Ich werde mich auf jeden Fall mal rantasten. Und ich denke, auch durch diesen Patch werde ich super viel Bock an League bekommen. Ich hatte die letzte Zeit gar keinen Bock an League. Deswegen gab es wahrscheinlich auch keinen Content für die, die jetzt noch zuhören. Machen wir nochmal ganz kurz, machen wir einfach nochmal so bis 35 hier. Noch ein bisschen Real Talk, ne? Das heißt, ja, es kam kein Content. Ich muss aber sagen, League hat mir unendlich wenig Spaß gemacht die letzten Tage. Hat sich jetzt, also war natürlich auch so ein bisschen TFT zu schulden, ja? Hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Das heißt, TFT ist wieder weniger und ich habe jetzt mehr und mehr wieder Bock auf League, muss ich zugeben. Ich spiele wieder hier und da ein paar Runden und jetzt sind halt wirklich Patchnotes, ne? Akali macht immer super viel Spaß. Wahrscheinlich werde ich nicht so erfolgreich mit ihr sein, weil ja, es waren auch teilweise noch ein bisschen Nerfs. Sie ist sehr schwierig zu spielen und meine Winrate auf Akali ist nicht die beste, aber sie macht super viel Spaß. Und auch das mit Lux gibt mir wirklich Bock, das Ganze hier durchzuziehen. Ich denke, für meinen Kanal werde ich auch TFT aber links hochladen, auch ein paar TFT-Guides werde ich machen, denn ich merke, dass einige Leute in TFT-Turbo-Scheiße sind, also richtig schlecht. Ne? Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial. Ich werde einfach so, glaube ich, ein paar geschnittene TFT-Gameplays machen, ein paar LOL-Gameplays, irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung. Aber ja, der Grund, warum keine Videos kamen, war, weil ich, das ist natürlich ein bisschen schwierig, muss man sagen, ich hatte einfach überhaupt keinen Bock auf diesen ganzen League-Kram. Und wenn du nichts aufnimmst oder keinen Bock hast auf das, was du auf deinem Kanal bringst, ist es echt ein bisschen schwierig. Ne? Deswegen wäre es natürlich cool, wenn ich auf Dauer ein bisschen anderen Content noch reinbringe, was natürlich auch immer insgesamt sehr schwierig ist, sind wir ehrlich. Aber ja, wir können es doch vielleicht als eine kleine Sommerpause nehmen. Ja, auch wenn ich ein paar hatte, aber ist okay. So, ich mache das Ding jetzt aus, ist lang genug das Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut mir wie gesagt rein.
was ihr am besten fandet oder was ihr vielleicht kacke fandet. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen und tschüss.